Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tod gehört TV. Das erste Video, das ich 2021 filme, Anfang Januar. Und wie ihr seht, ich bin mal wieder rausgegangen. Ja, klar, fangen wir doch mal das Jahr mit guten Vorsätzen an. Mehr rausgehen, trotz dem ganzen Scheiß, der auf der Welt abgeht. Und ja, wir blicken noch ein letztes Mal zurück. Ich weiß, ich habe schon zwei Recaps-Videos gemacht. Ich habe schon darüber geredet, was meine persönlichen Highlights des letzten Jahres waren. Ich habe auch gezeigt, was die meist aufgerufenen Titel waren, also Postings auf todgehört.com. Jetzt wollte ich mal gucken, was sind eure Bands des Jahres? Es ist ja so eine kleine Tradition bei Tod gehört, dass ich euch jedes Jahr seit ein paar Jahren frage, was sind eure Favoriten des vergangenen Jahres? Muss keine Band sein, die irgendwas rausgebracht hat, sondern einfach eine Band, die euch besonders positiv aufgefallen ist. Ja, kamen auch ein paar Antworten zurück und es ist jedes Mal dasselbe. Es kommen in tausend verschiedene Antworten. Das ist fast unmöglich, eine Rangliste zu erstellen, weil kaum eine Band doppelt genannt wird. Dann ist einerseits ein bisschen frustrierend, wenn man versucht, so ein Treppchen zu machen. Andererseits finde ich es natürlich ultra cool, weil ihr sehr engagiert seid, sehr abwechslungsreichen Musikgeschmack habt und nicht irgendwie einfach nur das hört, was vorne auf irgendwelchen Magazinen drauf ist oder gerade gehypt wird. Finde ich gut. Deswegen alle Bands, die jetzt nur einmal genannt wurden und keine besonderen Interaktionen hatten, die blende ich jetzt einfach mal alle hier unten nacheinander ein. Ansonsten gab ja auch was zu gewinnen, habe wieder mal ein paar CD-Paket geschnürt, habe da auch jemanden ausgelost, dem ich das jetzt auch die Tage zuschicken werde. Ich habe nochmal gefragt wegen seiner Adresse. Der gute Marcel hat das Paket gewonnen und er hatte auch Blizzen als seine Band des Jahres genommen. Und ich habe die jetzt auch mal stellvertretend für den ganzen Pulk an Bands genommen, die nur einmal genannt wurden. Ohne weitere Interaktionen. Die habe ich auf Nummer 5 gesetzt, weil Blizzen ja auch für mich persönlich eine ganz wichtige Band ist. Die Band gibt es seit 2014. Sie kommen aus Weilmünster im Kreis Limburg-Weilburg, wo ich auch herkomme. Und sie haben auch auf meinem 30. Geburtstag damals gespielt, 2016 im Kalkwerk in Limburg. War eine Riesensause. Und seitdem ist es ihnen auch nicht schlecht ergangen. Mit World Revised kam 2016 ihr Debütalbum raus. Und letztes Jahr passend, also so haben sogar letztes Jahr was rausgebracht, kam World in Chains am 24.04. bei Pure Steel Records raus. Wurde sehr, sehr gut angenommen von der Szene und von den Fans. Und ja, finde ich auch, kann man gut auf die Nummer 5 setzen. Kommen wir zur Nummer 4. Jo, das ist eine Band, die wurde auch nur einmal genannt. Aber zumindest hat es immer noch mal 2 Likes bekommen. Und das ist Torture Bitch aus Grünberg. Letztes Jahr haben sie ihr 10-jähriges gefeiert. 2010 wurden sie gegründet. Und ja, die haben auch schon 2 Alben raus. Alcoholic, Panzer Blast und Messiahs of Nuclear Age 2017. Also jetzt mal eine Band, die das letzte Jahr nichts rausgebracht hat. Aber nichtsdestotrotz großartige Thrash-Band mit sehr großem Alkoholbezug. Also wer Tankard mag und auch Torture Bitch mögen, sind noch ein bisschen punkiger, sind noch ein bisschen rotziger. Aber ja, es ist vor allen Dingen immer wieder ein Spaß, dieser Band zu folgen, weil sie sich selbst überhaupt nicht ernst nimmt und eigentlich auch die Witze darüber, dass sie kacke sind oder dass andere sie aus Spaß kacke finden. Ja, sie sind ja legendär. Auf jeden Fall eine sehr, sehr sympathische Band. Und tatsächlich auch das vorletzte Konzert war Torture Bitch, bevor der ganze Corona-Krempel losging. Da habe ich sogar noch das letzte Mal die letzte Chance gehabt, in einen kleinen Moshpit zu gehen. Hat mega Spaß gemacht. Habe sie dann in Bad Vilbel gesehen, im FZ Dottelweil. Ja, das beste Name für ein Jugendzentrum, oder? Ja, hat mega Spaß gemacht. Und ich hoffe mal, wenn dieser ganze Krempel hier vorbei ist, dass man sie mal wieder live sieht. Weil live ist eine der besten Live-Bands aus dem lokalen Kreis, die ich kenne hier. Kommen wir schon zur Treppchenposition auf dem 3. Platz. Da finden sich The Spirit. The Spirit aus Saarbrücken, 2015 gegründet. Ja, haben auch ein zweites Album rausgebracht letztes Jahr. Das war Cosmic Terror. Ja, kommt man jetzt ein bisschen, ist jetzt ein bisschen generisch, aber ja klar, hat diesen Cthulhu-Lovecraft-Bezug, ist auf jeden Fall ziemlich geil geworden. Musikalisch sowieso eine Band, die in den letzten Jahren zu Recht sehr viele Fans dazu gewonnen hat. Und gerade dieser Dissection-Stil steht ihnen wunderbar zu Gesicht. Sind Leute teilweise drin von Defrowned. Also keine Gründungsmitglieder von Defrowned, weil ihr wisst ja, Defrowned, Mysticism und so weiter. Nee, das sind Leute gewesen, die sozusagen von Defrowned weggegangen sind und dann The Spirit gegründet haben. Wunderbare Band auf jeden Fall, eine sehr große Bereicherung für die Szene. So, zu Recht auf Platz 3. Auf Platz 2, auch zwar nur einmal genannt, aber mehrmals geliked worden,
Enslaved. Und ja, was soll ich denn großartig zu Enslaved sagen? Ne? Ihr kennt doch wahrscheinlich, ich hoffe mal, ihr kennt alle Enslaved. 1991 gegründet in Norwegen, inzwischen glaube ich auch in Bergen beheimatet. Und die haben ja, die waren ja wirklich super aktiv, die haben unglaublich viele Alben rausgebracht. Letztes Jahr natürlich auch wieder eins und das war Utgard. Das kam bei Nuclear Blast raus am 2.10.2020 und ja, glaube ich das 15. Album inzwischen und wieder eine wunderbare Mischung aus progressiven Metal, Black Metal Elementen, natürlich Pagan und Viking Elementen. Ja, die sind sowieso die mit, glaube ich, die Gründungsväter des Viking und Pagan Metal und zu Recht auch für meine eigene Band ein großer Einfluss. Enslaved, glaube ich, eine der Bands, die wir alle in der Band am meisten schätzen, worauf wir uns immer einigen können, ist Enslaved und ja, habt ihr auch zu Recht und sehr, sehr gut auf die Nummer 2 gewotet. Jetzt kommen wir zu Nummer 1, die auch sich wirklich ein bisschen dadurch unterscheidet, dass zwei Leute unabhängig voneinander diesen Namen gesagt haben. Also seht ihr mal, wie knapp das Rennen war und wie divers die Auswahl war, die ihr uns und die ihr mir gegeben habt. Auf Nummer 1 tatsächlich Eternal Champion aus Texas, Austin, Texas, um genau zu sein. 2012 gegründet und ja, passend zu den meisten Bands in der heutigen Top 5, aber auch die ein zweites Album 2012 rausgebracht. Ravening Iron, oder Iron muss man ja sagen, 6.11.2020 bei No Remorse Records. Und ja, die passen natürlich perfekt ins Bild, weil ja, man weiß es ja, dieser Epic Heavy Metal Stil, der ist ja letztes Jahr ziemlich durch die Decke gegangen. Gerade so, jetzt nicht im großen Rahmen, ist jetzt nicht so, dass Nuclear Blast und Central Media Hörer das total worshipen, aber zumindest so Leute, die das Death Forever lesen oder auch dem Ernie, dem Krachmucker folgen, die feiern es hart ab. Und deswegen passt es einfach ganz gut auf die 1 Eternal Champion. Großartiges Album rausgebracht letztes Jahr. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, dann gebt es euch. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Es ist ein sehr, sehr gutes Album geworden mit sehr abwechslungsreich, sehr episch, aber auch sehr schnell und mit sehr viel Heavy-Metal-Bezug, so wie es halt einfach sein muss. Sehr oldschool alles in allem. So, das war's. Wir sind durch mit euren Top 5 Bands des Jahres. Habt eine schöne Auswahl zusammengestellt, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr gut. Und wenn ihr jetzt gesagt habt, ach scheiße, ich hab's ja völlig verpasst, daran teilzunehmen, na, grämt euch nicht. Ihr könnt jetzt noch in die Kommentare schreiben, was war eure Band des Vorjahres. Wie gesagt, scheißegal, ob sie jetzt ein Album rausgebracht hat oder doch noch ein Konzert spielen könnte, also irgendwie, vielleicht vorher oder auch ein Corona-Konzert, keine Ahnung. Schreibt es einfach an, was war eure Band, die euch letztes Jahr besonders aufgefallen ist oder die euch besonders begeistert hat. Würde mich sehr interessieren. Ansonsten, ihr wisst ja, wie die Hase läuft. Hier liken, sharen, kommentieren, auf den Like-Button drücken und die Glocke penetrieren, wie ihr möchtet. Ansonsten Insta, Twitter und Facebook. Ach, ich habe keine Lust mehr, das alles so aufzuzählen. Ihr folgt mir eh schon auch totgehört.com und so weiter. Ansonsten zeigt das Video eurem lokalen Uhu. Und ansonsten, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Habt sehr viel Spaß gemacht. Macht's gut. Ciao. Okay. Läuft's noch weiter?